Ja, los zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, liebe Freunde, ihr seht es wahrscheinlich schon. Ich musste tatsächlich diese Mission noch einmal neu starten, weil es war einfach zu krass. Es war zu krass, Freunde. Die Gegner, die kommen hier tatsächlich von jeder Seite, wie ihr es hier schon seht. Wie ihr es hier schon seht. Und naja. Deswegen braucht man hier für diese Mission tatsächlich auch ein paar Versuche. Ich weiß, da ist, glaube ich, irgendwo ein Stützpunkt, den man platt machen kann von den Gegnern. Aber, Freunde, diesen Stützpunkt kriegt man nicht kaputt. Genau deswegen, weil wir haben nämlich hier es mit einer Zeitmission zu tun. Und, naja. Und in dieser Zeit müssen wir halt unsere Ressourcen zusammenkriegen. Und diese Ressourcen kriegt man halt nur zusammen, indem man wirklich an allen Seiten, von allen Seiten diese glühenden Gegner hier weghält. Weil die scheinbar unendlich Einheiten hier haben. Die kommen natürlich genau mit den nervigsten Einheiten, mit den Hubschraubern. Und naja, ich war auch schon so weit, dass wir 10.000 Euro, sag ich jetzt schon, 10.000 Ressourcen dahin geschickt haben zum Mars, aber dann kommt was Geiles. Da kommt noch mal eine Ladung mit 10.000, die haben wollen. Und das finde ich ein bisschen sehr strange, ne? Dass sie uns auch nicht sagen, dass wir 20.000 direkt brauchen. Na, das ist gerade ein bisschen lustig, sag ich mal, oder ein bisschen komisch, aber... Was soll man dagegen machen, Freunde? Das ist halt, ja... Ist halt eine schwierige Mission. Und... Ah, jetzt habe ich mich hier mit dem zugebaut. Das kann ja wohl nicht sein. So, bau hier bitte eine neue Flakchen. So. Weil das brauchen wir wirklich hier. So, wir brauchen wirklich jede Ressource, die wir hier kriegen können. Ihr seht, wir werden überall angegriffen. Ne? Überall. Und das ist halt richtig unfair in dieser Mission. Weil sobald wir diese Panzer einmal zurückziehen, kommen die Gegner direkt wieder an und ja, überrennen uns. Das ist der Kack hier. Wir müssen die Panzer immer wieder heilen. Was ist das? Das sind wirklich unsere einzigen Einheiten, die wir hier haben. Und naja, das ist halt sehr gewöhnungsbedürftig. Aber wir haben hier oben eine Mauer hergezogen, von der ich hoffe, dass die uns die Gegner weghält. Zumindest für eine Weile. So. Weil die Gegner. Ihr seht's, jetzt kommt da wirklich ein Hubschrauber wieder an da unten. Ich brauche da unten noch eine Flak. So. Wir brauchen da unten noch eine Flak und seht, schaut euch das an. Der kommt hier mit laufend Artillerien an hier. So, die Flak, die kann direkt ballern. Sehr gut. Am besten hier noch eine hin. Wir brauchen einfach sehr viel Flak hier. So, wunderbar. Und ja, im Prinzip müssen wir hier eigentlich nur in Anführungszeichen Ressourcen sammeln. Aber ihr seht das, ne? Womit der Gegner hier alles kommt. Womit die hier alles kommen, ne? Das ist ziemlich krass. Und naja. Oh, noch mehr da oben. Guckt euch das an. Noch mehr Artillerie. Drei Stück. Drei Stück hier. So. Autsch. Ja, ihr seht's. Also, ziemlich heftig. Hier unten kommt er auch nochmal an, aber wir haben ja hier unten einen Turm. Das Blöde ist halt auch, das war, wartet mal, ich glaube... Wir müssen hier noch eine Mauer ziehen. Genau, Freunde, wir müssen hier noch unbedingt noch eine Mauer ziehen. Stimmt. Ich glaube, dass wir hier jetzt gerade ein bisschen unsicher sind, wenn wir da keine Verteidigung mehr haben. Deswegen ziehe ich mal bitte die Panzer wieder hier zurück. Der macht mir hier alles platt. Ja, das ist extrem. Das ist echt extrem. So, das macht den Panzer kaputt. So. Die bitte wieder zurückziehen. Ihr seht's, es ist eine Mission, die ist echt
Ich glaube auch für Veteranen nicht einfach. Und ja, deswegen habe ich auch hier jetzt neu gestartet. Ja. Einfach, um hier ein bisschen vorzusorgen. So. So, wo werden wir jetzt schon wieder angegriffen? Da. Wegmachen. So. Ja, klar. Und dann sind die Artillerien auch noch so heftig, dass sie mit einem Schuss einen Panzer kaputt machen. So. Das kann es ja wohl auch nicht sein hier. Guckt euch das an. Wir werden überall angegriffen. Wir werden überall angegriffen. Hier auch schon wieder. Wie soll man das denn schaffen? Mensch, nochmal. So. Wir kriegen auch keine Nahrung, wenn das so weitergeht. Ja. Hier unten muss unbedingt eine Mauer hin, ey. So. Alter Schwede. So. Ich glaube, ihr wisst, ne, was uns hier erwartet. Ja, und warum geht jetzt hier alles kaputt? Warum gehen jetzt hier die Gebäude kaputt? Wer ist hier schon wieder reingekommen? Und wie vor allem? Wer ist hier schon wieder reingekommen? Da! Ein Panzer! Weg damit! Ja klar, die bringen... Meine bringen natürlich nichts gegen Panzer, ne? Nur seine bringen. Nur seine sind übelst OP. Ist klar, Freunde. Es ist klar. Er baut diese Mauer weiter. Ich bin schon gerade wirklich ziemlich genervt von dieser Mission, weil die einfach nicht schaffbar scheint. Noch 15 Minuten. Schaut euch das an, wir haben noch 15 Minuten. Und naja. Ah ja, klar. Ein Artillerieschuss, zwei Panzer weg. Es ist einfach unnormal krass. Unnormal. Ein Schuss, drei Panzer weg. Es ist so krass. Wir werden angegriffen. Es ist so krass, Freunde. Wir werden jetzt hier werden wir auch schon wieder angegriffen. Da auch. Keine Chance. Wir haben hier keine Chance. Das ist, die Gitter sind so aggressiv. Wir haben hier keine Chance. Ich meine, wir haben die Ressourcen, aber wir müssen auch noch einen Weltraumhafen bauen. Und dafür müssen wir hier durch. Wir werden angegriffen. Ja, wir haben nichts mehr an Einheiten und sollen jetzt hier auf einmal 10.000 Ressourcen zum Mars schicken. Ja, nö. Keine Ahnung. Tja, der Panzer ist direkt weg. Ich habe keine Ahnung, wie wir das anstellen sollen, Freunde. Echt keine Ahnung. Was ist hier oben? Ah ja, okay. Ihr könnt mal bitte mehr Nahrung sammeln. So. Vielleicht kriegen wir die hier mit dem einen Panzer da unten noch kaputt, ey. Ja klar, mein Bürger ist weg. Das ist echt. Es ist nicht wahr, Freunde. Es ist nicht wahr. Warum lauft ihr auch da unten her? Wir werden angegriffen. So, mein Gott. Jetzt haben wir noch einen Panzer zur Verteidigung, ne? Toll, ein Panzer, Freunde. Einen einzigen Panzer. Noch 10 Minuten, um unseren Kolonisten die Ressourcen zu liefern. Jetzt ist hier schon wieder was reingekommen. Also, nee, den Spielstand muss ich nochmal laden, tatsächlich. Ich weiß nicht, wo dieser Spielstand jetzt hier ist. Aber... 42. Ja, das kann ein Scheißspielstand sein, ja. Ja, da seht ihr das, wo wir gerade angefangen haben hier. Dieser Kacke. Das ist echte Kacke, also. Ich frage mich hier echt, wie wir diese Mission noch angehen können. Wie können wir das angehen? Ich frage mich das echt gerade, Freunde. Jetzt haben wir hier wenigstens noch unsere Panzer. Da unten steht ein Hubschrauber, der hat natürlich meine Bürger wieder platt gemacht, ne? Ganz klar. Weil das kann. So.
So. Wir werden angegriffen. Jetzt wieder von da oben. Warum auch immer. So, zieht euch bitte zurück. Ich glaube, wir dürfen hier gar keine Aggressionen zeigen, so wie das aussieht, ey. Echt nicht. So, Freunde. Einfach diese Mauer bauen, kommt. Baut einfach diese Mauer. Weil die wird wichtig. Ich kann nicht immer überall die Panzer haben. Das funktioniert nicht, Freunde. Und ja, ihr merkt, ne, diese Mission ist zum Verzweifeln. Ich dachte, es wird jetzt gemütlich, aber nein, es wird nicht gemütlich. Absolut nicht. Und ja, ich hoffe mal, dass diese Mauer jetzt auch dicht ist. Hahaha. Genau, zieht euch mal schön zurück. Ich glaube, die haben nämlich Aggressionen gegen unsere Panzer. So. Das ist so gut, dass wir hier vorne die Lasertürme haben, ne? So, ihr Bürger könnt bitte mal mit hier vorne hinkommen. Zur Reparatur der Lasertürme. So, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, Freunde. Fertig, Sir. So, und ihr könnt euch bitte hier hinstellen, falls wieder irgendwas irgendwo durchkommt. So, und die anderen, die sind tatsächlich fertig damit. Ach, Gott sei Dank. Ich hoffe, dass diese Mauer dicht ist. Aber das sieht gut aus, Freunde. Das sieht sehr gut aus. Wartet mal, baut mal bitte Flachs hier hin. So, da kommen sie nämlich wieder. Haha, da kommen sie nämlich wieder. Mit ihren Hubschraubern. So. Jawohl. Das heißt, ihr könnt diese Flak wieder reparieren. Euer Holz gleich wegbringen. Ich brauche da tatsächlich noch eine Flak, ne? Ja, ja, stimmt. Ich werde da noch eine Flak brauchen. So, und ihr dann bitte zu den Steinen. So. So, mein Gott. Okay, so. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder genug, die Steine sammeln. Ihr könnt hier in Ruhe Nahrung sammeln. Und das sollte hier unten jetzt passen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt alles tatsächlich hier in die Mitte ziehen. Ha. Und dann haben wir das doch eigentlich. Mannequin, da könnt ihr Panzer mal mithelfen. So, helft mal bitte mit hier. So, bei dem Mannequin. Ah, shit. Den wollte ich eigentlich noch repariert haben. Aber ich kann halt nicht an alles denken. Tut mir leid. Ich kann halt wirklich nicht an alles denken. So. Das kostet auch Steine. Aber ich hoffe. Ich hoffe. Dass wir die Angriffe jetzt mal ein bisschen besser verteidigen können von den Gegnern, weil so geht's nicht. So geht's tatsächlich nicht. Ja. Okay, Freunde. Ja, komm, da hinten ist eine Artillerie. Schnell weg damit. So. Mach die Artillerie weg. So. Und bam. Oh, da hinten ist noch mehr. Guck mal. Da hinten ist noch mehr. Da. So, und wegmachen. So, sehr gut. Reparieren. Haha, da hat das wieder versucht. Seht ihr das? Diese Schatten? Ja. Alles klar. Wir werden angegriffen. Wo jetzt wieder? Hier, Mannequin. Ah, hier müsste ich noch eine Mauer hochziehen, ne? Hier müsste ich noch eine Mauer hochziehen, tatsächlich. So. Ja. Das heißt, da ist schon wieder Artillerie. Das ist so viel, ne? Ja, natürlich. Da gehen jetzt auch meine Panzer direkt drauf. So, und dann schön in die Türme ziehen hier. Schön in die Türme ziehen, den Scheiß. So. Schön im Kreis fahren. Sehr gut, ey. Sehr gut. Schön im Kreis fahren. Cool, ey. Weg damit. So. Den geht hier echt mein Stützpunkt auf den Sack.
Habe ich hier noch einen Bürger? Nee, aber hier. Okay, dann... Baut bitte die Mauer auf. So, Freunde. Alter Schwede, der hat aber auch Einheiten, ne? Genau, Hubschrauber. Haben wir natürlich die Bürger weggehauen. Och, und ich habe keine Nahrung mehr. Ach, verdammt. Okay, Freunde, das heißt, da haben wir ein bisschen nicht aufgepasst. Okay. Noch ein Dings, okay. Alles klar. Dann, yo. So, Freunde. Wir haben einiges an Ressourcen mittlerweile. Und ihr geht bitte zur Nahrung. Ich brauche Nahrung. Gebt mir Nahrung. Wir werden angegriffen. Ja, alles klar. Ja, ja, macht ihr mal. Wenn ihr unendlich Einheiten habt, dann ist das halt so, ne? So. Wenn ihr eure unendlich Einheiten habt, dann ist das halt. Dann ist das eben. So, nichts da. Nichts da, Kollege. So. Du kannst aber auch nochmal hier eine neue Siedlung hinbauen, ne? Ihr könnt hier noch mehr Flugabwehr hinbauen, bitte. Und dann können wir tatsächlich das angehen mit den Ressourcen. Sehr gut, Freunde. Ich bräuchte dann aber auch noch mal einen, der hier auf die andere Seite kommt. Ja. So. Seht ihr das da? Die lasse ich mal schön da stehen. So. Nimm mal diese Mannequin und räum mal bitte den Weg frei. Weil ich glaube... Ach, guck mal an! Artillerien wieder da. Wir werden angegriffen. Ja, genau. Noch mehr Panzer hier. Ja, mach die weg, komm. Das ist natürlich jetzt... Noch 15 Minuten, um unseren Kolonisten die Ressourcen. Das ist natürlich jetzt echt scheiße. Na komm, die Hubschrauber, weg damit. Das ist natürlich jetzt echt Schwachsinn. Da muss ich gucken, ob wir das noch schaffen jetzt mit den Ressourcen. Wir müssen nur noch 15 Minuten. Wo sind meine Minikin? Sind die auch schon wieder weg? Die Männchen sind auch schon wieder weg. Ja gut, dann brauchen wir noch die Panzer. So, wir müssen unbedingt hinten das, den Weltraumhafen aufbauen. Und hier kommen sie rein, ne? Ach nein, ich habe den Weg zugesperrt. Ja gut, dann nicht... So, nicht dumm sein. Nicht dumm sein. So. Genau, so werden wir jetzt wieder angegriffen. Hier, okay. Warum fahrt ihr auch hier unten her? Ach so, ihr müsst daher. Oh Gott. Es kann sein, dass ich mir zu dieser Mission tatsächlich einen Guide angucken muss. Es scheint doch sehr krass zu sein. Wir werden angegriffen. Weil schaut euch das an. Mit denen können wir dann jetzt auch nicht die Männchen da wegmachen, die da auf dem Weg sind. Ja. Wir haben nur noch eine Viertelstunde. Die Ressourcen werden reichen, glaube ich. Hoffe ich mal, aber... Ich hoffe, dass die Ressourcen reichen. Weil wir haben jetzt nur noch eine Viertelstunde Zeit. Und, naja. Wenn der Gegner halt so viele unendliche Einheiten hier hat, dann ist das schwer. Was ist jetzt schon wieder? Noch mehr Panzer, ja klar. Na klar. Noch 10 Minuten, um noch 10 Minuten, ja. Alles klar. Wir müssen auf jeden Fall diesen Weltraumhafen da oben aufbauen, aber ich fürchte, dass das nicht klappt. Dass auch die Ressourcen hier nicht ausreichen werden, ey. Oh Mann, Freunde. Was eine Mission. Was eine Mission. Das ist echt happig. Und jetzt hat er hier noch
Panzer stehen. Normalerweise stehen da Manneken. Okay. Das kriegen wir aber vorbei. Vorbeigeschleust hier. Okay. Ah, ihr steht hier oben fest. Okay. Alles klar. Boah. So. Alles klar. Bau bitte dieses Weltraumdock. So. Am besten hier schön bei den Skywatchern. So, Freunde. Dann haben wir hoffentlich jetzt mal ein bisschen Ruhe. Weil hier unten, das ist nicht zu halten. Ne, das ist haltlos, muss ich sagen, dass Ressourcen vorkommen. Ihr könnt bitte mehr Holz sammeln. So. Wir haben ein bisschen Ruhe. Okay, das ist schon mal Gold wert. Okay, der Weltraum... Das Weltraumdock ist fertig. Okay, dann können wir Ressourcen schicken. Das mache ich aber erst, wenn er sagt, noch 5 Minuten. Das würde ich sagen, speichere ich mal. Einfach in dem Autosave, genau. Genau. Gut, Freunde, dann haben wir jetzt noch 4 Minuten. Da können wir vielleicht noch das abschließen hier. So. Ihr seht, die sind hier festgebackt. Das ist sehr gut, durch die Mauer. Ansonsten kommt jetzt hier tatsächlich nichts mehr an Gegnern rein. Also die haben ja auch keinen Grund. Ich mache ja auch nichts mehr, ne? Noch 5 Minuten, okay. Um unseren Kolonisten die Ressourcen zu liefern. Gut, dann gucke ich mal, ob wir das jetzt hinkriegen. Marskolonie. Wir werden angegriffen. Ah, jetzt werden wir doch wieder angegriffen. Oh. So, gucken wir mal, ob das hier ausreicht. So, Freunde. Ob das hier wirklich 10.000 sind? So. 4, 6, 4, 9, 6, 9, 7, 8, 8, 7. Oha. Das wird knapp. 1.300 brauchen wir noch. 1.300 brauchen wir noch. Ja, wir kriegen zum Glück sehr viel Holz gerade rein. 1.300. Okay. 1.000 noch. So. 1.000 noch. Kommt, macht schneller. Bitte. Ich bitte euch doch drum, macht bitte schneller. Ich will das Ganze jetzt nicht nochmal machen müssen. Alarm! Okay. Mhm. Ich brauche noch 1.000. So, Freunde, 1.000 einfach. 600. Ja, ich brauche noch 400. Ah! Verdammte Axt, ich brauche noch 400. Nur noch 400, das ist so bitter, Freunde. Ohne ein funktionierendes Weltraumdock. Oh, jetzt müssen wir das noch reparieren. Ja, toll. Jetzt müssen wir das noch repariert haben. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Müssen wir gucken. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch schaffen, tatsächlich. Ja. Wir brauchen ein funktionierendes Weltraumdock. Das heißt, wir müssen irgendwo gucken, dass wir hier ein paar Ressourcen in der Nähe haben. Hier. Genau. Geht dahin. So. Oder ansonsten könnte ich auch einen Cheat benutzen, ne? Noch 5 Minuten. Aber das ist mir zu billig, echt. Cheats benutzen ist billig, das mache ich nicht. Nein. Nein, Freunde, das mache ich nicht. Cheats sind was für Versager, das ist halt so. Ne? Gut.
So, Freunde. Gut, dann nochmal speichern. 21.04 Uhr. So. Alles klar. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen Ruhe. Jetzt haben wir allerdings das Problem mit den Ressourcen. Dass die hier nicht reichen. So. Schneller bitte klicken. Nur 4000. Ja, mach mal alles, komm. So. So, Wir werden angegriffen. So, wir haben 4100. 4400. 8500, 9100. So. Wir brauchen jetzt noch 900 Ressourcen. Ja, ist gut. Alarm! Ja. Fahrzeuge schlagen über unserem Weltraumdock eine geosynchrone Umlaufbahn ein. Okay, wartet. Okay. So. Okay, und reparieren direkt. Direkt reparieren. Das ist aber auch ein gemeiner Trigger hier, ne? Das ist aber auch ein gemeiner Trigger. So, Freunde. Das muss doch jetzt reichen. Das muss doch jetzt reichen. Wir werden angegriffen. Na komm schon! Verdammt! Das ist aber auch... Wie denn? Gut, nochmal laden. Das muss klappen. Das muss klappen, Freunde. Es muss irgendwie klappen. Dass wir uns zumindest über den ersten Trigger erstmal... dass wir uns über den ersten Trigger erstmal retten können, ey. Boah. Hm. Hier ist aber auch keiner mehr, der nicht arbeitet. Ne? Es arbeiten alle tatsächlich. Okay, wartet. Mach mal einfach alles, kommt. Wir werden angegriffen. Das interessiert mich jetzt nicht, dass ich da angegriffen werde. Echt nicht. Weil wenn die sagen, wir brauchen ein funktionierendes Weltraumdock. So. Ja. Okay. Und die Bürger, die brauchen halt wieder... Wartet mal, ich hab doch Holz. Wir werden angegriffen. So, 1000. Alarm! Vier, oh, okay. Feindliche Raumfahrzeuge schlagen über unserem Weltraumdock okay. Eine geosynchrone Umlaufbahn ein. Okay, und hier und hier und... Ich hoffe, dass wir das jetzt hinkriegen. Wir werden angegriffen. Noch eine Minute, um der Marskolonie die Ressourcen zu liefern. Kriegen wir das überhaupt noch hin? Kriegen wir das überhaupt noch hin jetzt? Das ist jetzt echt eine Frage. Nee, das geht nicht. Das geht leider nicht mehr. Hallo? Haben wir es jetzt oder was? Nee, ist wieder... Oh Gott. Ey, Freunde, nicht, dass ich jetzt hier den Speicherstand verkackt habe. Das wäre schlecht. Das wäre echt... Das ist so gemein, ne? Das ist so gemein. Ich probiere es jetzt mal zu warten, wirklich. Okay, einfach sammeln, einfach sammeln. Einfach in der Nähe sammeln, ey. Ich bin ja drauf zu sagen, okay, ich nutze einmal einen Cheat. Aber... Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich das machen soll, Freunde. Wenigstens einmal. Ich gucke gerade nach den Cheats, aber die Cheats sind mir zu krass, wirklich. Das mache ich auch nicht. Nein, das will ich nicht. Das sind da direkt 100.000 Ressourcen, wisst ihr? Nee. Nochmal speichern, bitte.
Irgendwie müssen wir das jetzt schaffen mit dem Dings. So. Wir werden angegriffen. Mann, Freunde. Ey. Alarm! Feindliche kann man nicht irgendwie 500? Ja, kann man. Weltraumdock eine geosynchrone Umlaufbahn ein. Okay. So, 1000. Es ist immer so knapp, ne? Wir werden angegriffen. Es ist so knapp, Freunde. Eine Minute, der Marskolonie die Ressourcen zu liefern. Es ist so knapp, Freunde. Es ist knapp, was hier fehlt. Wirklich. Es ist so knapp, was hier fehlt. Wirklich. Das ist doch so blöd, weil dieser scheiß Wechselkurs immer hier so betrügerhaft ist, ey. Nee. Ich fürchte, das wird nicht funktionieren. Probieren wir es jetzt noch einmal. Und dann, wenn das jetzt nicht klappt, dann muss ich euch tatsächlich hier vertrösten und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Hm. Kriegen wir denn nicht hier noch irgendwie... Wir werden angegriffen. Alarm! Ja, jetzt schon. Feindliche Raumfahrzeuge schlagen über unserem Weltraumdock eine geosynchrone Umlaufbahn. Jetzt schon, ja. Einfach schneller klicken hier. Noch eine Minute, um der Marskolonie die Ressourcen zu liefern. Das ist so knapp, was hier fehlt. Wirklich nur 100 von jedem, ne? Wirklich nur 100. Ich muss das mal zusammenrechnen, was hier fehlt, Freunde. Ich muss das zusammenrechnen, was hier wirklich nur noch fehlt. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Aber jetzt, das ist sehr gut, dass wir jetzt hier eigentlich Ruhe haben. So, Freunde. Es sei denn, ich gebe jetzt hier halt hier einmal für 100.000 Steine ein. Weil 100.000 Steine... Ja, kommt. Wir werden angegriffen. Es tut mir leid. Alarm! Feindliche Raumfahrzeuge schlagen über unserem Weltraumdock eine geosynchrone Umlaufbahn. Ah, es sind nur 1000, oder was? Es sind nur 1000, okay. Okay, Freunde, dann... Das habt ihr jetzt gerade nicht gesehen, ja? Wir werden angegriffen. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Noch eine Minute, um der Marskolonie die Ressourcen zu liefern. Ohne ein funktionierendes... Oh, jetzt kommt das schon wieder! ...Kolonisten nicht geschickt werden. Warum kommt denn jetzt das schon wieder mit dem scheiß ohne funktionierendes Weltraumdock? Ja, toll. Jetzt sind die Ressourcen halt komplett weg, ne? Aber so könnte es noch gehen, Freunde. Gut. Ja, die mit ihrem scheiß funktionierenden Weltraumdock. Ich muss einmal... Es tut mir leid, ich muss einmal einen Cheat nutzen. Verzweiflung pur. Es liegt aber auch an den Umständen. Es liegt aber auch echt an den Umständen hier. So, verdammte Hacke. Verdammt nochmal. So. Wir werden angegriffen. Es tut mir leid. Ich muss einmal einen Cheat nutzen. Feindliche Raumfahrzeuge schlagen über unserem Weltraumdock eine geosynchrone Umlaufbahn ein. Ja, bla bla bla. Kommt, ey. Da kommen sie schon, was? Wir werden angegriffen. Noch eine Minute, um der Marskolonie die Ressourcen zu liefern. Warum ist jetzt mein Bürger kaputt? Wer hat denn jetzt meinen Bürger zerschrottet? So, das muss doch jetzt... Ohne ein funktionierendes die Ressourcen unseren Kolonisten nicht geschickt werden. Ihr mit eurem scheiß funktionierenden Weltraum-Dock. Erstmal ehrlich, Leute. Könnt ihr es nicht mal gut sein lassen? Fünf gerade sein lassen? So, das heißt direkt... Wir werden angegriffen. Direkt schicken. Den Scheiß. Direkt schicken. Alarm! Direkt schicken. Raumfahrzeuge schlagen über unserem Weltraumdock eine Geos- direkt schicken. Okay. So, jetzt aber, kommt! Oh Gott sei Dank, oh Gott sei Dank. Alter Schwede. Ja, der Bau der Marskolonie hat begonnen. Es werden weitere 10.000 Einheiten an Ressourcen benötigt, um den Bau abzuschließen.
Alter Schwede. Es ist so krass. Es ist einfach so krass. Es ist so heftig. Noch 30 Minuten. Guck mal, jetzt haben wir nämlich nur noch eine halbe Stunde für 10.000 Ressourcen. Schieß das Ding kaputt. Jetzt ist der Bürger hier, Nick. Nein, okay, gut. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen... Ich meine, dieser Vorposten hier wird jetzt gerade platt gemacht, aber... Dann würde ich sagen, warten wir einfach beim nächsten Mal diese Ressourcen ab. Und ja, dann würde ich sagen... Oh Gott. Ja, die Panzer hier, ja, kommt. Lass die mal. So, Freunde. Hier vorne ist kein Bürger mehr, das ist blöd. Deswegen dauert es auch so lange mit den Ressourcen. Aber das Holz ist ja dafür sehr gut. Gut, Freunde, dann müssen wir jetzt noch 10.000 Ressourcen sammeln und dann würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, ich habe einen Discord-Server, der Link ist in der Beschreibung. Würde ich mich sehr freuen, euch da zu sehen. Und ja, bis hier dann weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.